Alles klar. Und da habe ich doch schon wieder so einen Fall mal rumspringen sehen, irgendwo da. Da steht er schon, da vorne. Ja. Salz der Leere. Cool, hört sich selten an. Haben wir noch nicht probiert. Okay, Falmer. Das wird dein Ende. Der hat wohl seinen Kollegen hier abgemurkst. Der Stärkere gewinnt, ne? Eine Truhe. 9 Gold. Ist ja voll reich, der Falmer. Kollege, Respekt. Und klauen kann man den nix. Ey, komm her. Der will wegrennen, der Sack. Falmerbogen, 24. Genauso hat... genauso viel Schaden an unser Bogen. Nur wir haben keinen Falmerbogen, sondern hier so einen komischen Nord-Draugerbogen, so einen komischen geschmiedeten da, ne? Hallo, warum kann ich das nicht pflücken? Komisch Back. Wow, wow, wow. Alter, was ist das für eine Höhle? Oh, ich komme da rausgejumpt. Ey, Gollum, bleib stehen, Alter. Gollum, bleib hier. Mein Schatz. Ja. Erstmal am Arsch kratzen. Voll die Gollums. So, gib her da. Wo ist der andere hingerannt? Ach, da oben. Aber dann war ab den Fettsack. Komm her. Komm her, Kollege. Da, in die Rübe, in den Gollum-Kopf. Jawohl. Oh, das sind ja auch mehrere. Ja, natürlich, die nehmen da die Abkürzung, ne? Alter, wer kann denn damit rechnen? Spring da einfach runter. Ansonsten geht's, ne? Ah, du bist kaputt. Ey, Gollum. Der das so eilig hat, ne? Fischgesicht. Schleicher. Also Wurschleicher. Ey, hier looten, 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 bevor der runterfällt. So, ein bisschen Gold. Und den hier kriegen wir auch noch, den Kandidaten. Wo ist er denn? Da ist er ja. Hallöchen, Popöchen. 15-facher Schaden mal wieder. Ja, hier kannst du runterfallen. Zu deinen Kollegen ins Wasser. Falmerpfeil. Schaden 7. Ich weiß nicht, sind die besser? Ich glaube nicht. Okay, hier waren wir dann und... sollen wir da durch oder? Ne, wir gehen erstmal hier den Schlammweg weiter, denke ich. Alter, was ist denn hier los? Die ganze Höhle stürzt ein, verdammt. Und wir gehen doch mal da rein. Ich weiß ja nicht, wo hier der richtige Weg ist und wo nicht, aber ich möchte da irgendwie. Was ist das denn? Ach, so ein Schild. Verschwinde. Falmer. Hä? Das Schild hieß Falmer Schleicher. Komisch. Aber hier kann man gar nicht rein, verdammt. Dann müssen wir daher. Ja, ja, dann gehen wir eben da entlang und hoffen, dass uns keine Steine auf den Kopf gepurzelt kommen hier. Ja, Falmer. Oh, der sieht aber stark aus, den Kopfschutz und alles an. Da habe ich Angst. Ein Falmer-Meister oder sowas. Oh, der hat auch ein Haustier. Ein Haustier, ein ekelhaftes Haustier. Guck weg. Falmer Schleicher hier. Im Kopf und weg. Hat ja gar nichts drauf. Sein Mini-Pet hier genauso wenig. Akaurus Schutin. Ich glaube, damit kann man sich eine Rüstung machen. Dann sammeln wir mal. Ich hoffe, es ist eine leichte Rüstung. Weiß ich aber jetzt nicht. Wenn es eine schwere ist, können wir es wieder wegwerfen. Aber ja. Gehen wir mal hier unten lang zuerst. Alter, ich dachte schon, die stehen im Falmer, aber es ist eine Truhe. Hätte das sein können. Oh ne. Ins Wasser will ich aber nicht hier springen. Pff, wie sehe ich denn aus? Wie eine Wasserratte? Nee. Ins Wasser gehen wir nicht, da werden wir nur abgetrieben. Pff, Alter, aber schön ist es Nacht. Zumindest in dieser Höhle. Sieht es so aus, als wäre Nacht draußen. Und da kommt doch bestimmt gleich wieder einer rausgejumpt. Hallo, komm da raus aus deinem Haus. Ist gar keiner drin. Uff, da aber. Verdammt. Ja, erstmal am Hintern kratzen, ne? Ey, ich will den da runterschreien. Darauf habe ich voll Bock. Das wird lustig. Fuß do! Und wegfliegt da. Was?
Kollege, ich hoffe, du kannst schwimmen. Und weg. Ist er gestorben? Hoffentlich. Ah, lustig. Lustig. Alter Schwede. So, weiter geht's hier. Genug rumgeschrien. Hat man jetzt in der ganzen Höhle wahrscheinlich gehört. Verdammt, was ist das denn? Schon wieder so einer. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Geist, weil er so hell am Leuchten ist. Aber das ist wahrscheinlich, weil er auf so einem Pilz steht. Ach, schon wieder so ein Haustier von denen auch noch dabei. Ah, verdammt, 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 verdammt. Falmer Nachtschleicher. Den wollen wir nicht ärgern. Kaurusjäger oder Schaurus. Verdammt. Sieht mal gefährlich aus. Speichern wir mal. Schleichen verbessert. Haben wir schon fast voll hier. Ein Flugvieh? Was ist das denn? Ich habe Angst. Dreimal draufgehauen und Ende im Gelände. Hat aber keine gute Reaktion. Das Vieh, wenn ich da dreimal draufhauen kann, bis es sich umdreht. Schlecht. Jetzt hier der Falmer-Kandidat. Der hat auch keine Reaktion. Und der hier? Wir haben alle keine Reaktion. Was ist das denn hier? Falmer-Schwert. 29. Wow, ist aber nicht schlecht, ne? Mehr wie unser. Wir haben 36. Verbessert, ja. Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Und Eier und... Wir finden hier aber ganz schön viel von diesem Kaurus-Zeug, ne? Golderz brauchen wir nicht. Boah. Geht's daher? Oder hierher? Verdammt, ey. Kannst du dich schon wieder nicht entscheiden. Gehen wir mal hier oben her. Zuerst hier so entlang. Ich weiß ja nicht, ob hier richtig ist oder falsch. Ein Labyrinth hier. Auf jeden Fall wächst da eine Tanne. Und irgendwelche Staubpartikel hier am rumfliegen. Hängemoos? Wo? Habe ich schon gepflückt. Habe ich aber nicht wirklich gesehen. Schon wieder Hängemoos. Verdammt. Ich glaube, hier ist der richtige Weg. Da geht es tiefer in die Höhle. Dann gehen wir zurück erstmal. Weil da habe ich noch so ein Viech klackern gehört. So ein... Der wird jetzt sterben, der Sack. Komm her, ich mach dich fertig. Ich mach dich frisch. Hier, ein paar Eier mitgenommen. Können wir uns unsere eigenen... Das sieht aber nett aus da. Ne? Die Decke so blau. Was ist das denn? Ist das ein Erz? Oder warum ist das so am Leuchten? Ach. Da wollen die mich verkackern hier. Guck mal, was die am Leben haben, die Viecher. Vulkanschwert. Das wollen wir haben und raus hier, verdammt. Und ich spuck mit denen so ein Gift. Mag ich aber gar nicht. Immer im Kreis laufen. Das ist der Trick. Ach. Und Doppelschwert. Angriff. Kaputt. Jawohl. Wer denn immer so laut sein muss im Kampf, ne? Was ist das denn für ein Gewicht? So ein Gewicht 4. Ich glaube, das ist schwere Rüstung. Weil so viel Gewicht. Und was haben wir denn da? Hier so ein paar Eier wieder. Ja, damit nehmen wir mit die Dinger und... Pff. Oder ist hier der richtige Weg? Ich weiß nicht. Wird überall sein. Verdammt, was ist denn das hier? Oh. Ach, da ist ein Falmer da unten. Ach, da auch. Ey, Kollege, wie geht's? Wie geht's, Kollege? Gollum. Ich glaube, das war Gollums Bruder. Falmer Pfeil, Falmer Ohr und irgend so ein Pilz. Hier. Verschwinde. Bist mal auf den Sack. 12 Gold. Den können wir ja mal abballern. So aus Spaß. Stirb! Du Fischfalmer. Und. Jawohl, perfekt gezielt und Schießkunst verbessert. Auch 55 haben wir schon. Wow. Hat wer mehr Bogenschießkunst wie Nahkampf? Kann gar nicht sein. Ja gut, das kommt vom ganzen Geschleiche. Ich glaube, da wird nur Schleichen mit erhöht und kein Nahkampf. Müssen wir vielleicht auch mal ändern. Weil Nahkampf, da können wir halt auf diese Nahkampfdinger skillen und dann ziehen die Sachen mehr ab, die Dolche. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Sollte man so anstreben. Da ist nix, das sehe ich schon. Da ist auch nix. Müssen wir hier oben her, denke ich mal. Oder so. Oder ist hier wieder eine Sackgasse, dann rieche ich aber durch. Verdammt, auch Hängemoos da oben. Jawohl, gepflückt.
Alter, ist halt alles Hängemoos. Boah, ist ja nicht normal hier. Oh, ist aber eine schöne, riesige Halle hier, ey. Oder eine Halle ist ja falsch, Höhle. Ah, das sieht wie das auf dem Bild aus, dieses Resonanz-Dingsbums-Muster oder so. Tja, was haben wir denn hier so Schönes zu entdecken? Puh. Gegner sind hier aber keine, so wie es aussieht. Habe ich nichts gegen. Oh, da kommt aber vielleicht gleich einer wieder rausgejumpt. Soll immer vorsichtig sein. Ach komm, dann machen wir eben Zweikampf. Wir haben doch... Ja, wo kommt denn jetzt das Schild her hier? Ah, da oben liegt ein Skelett drauf. Okay. Wahrscheinlich von da. Ja! Perfekt. Hä? Ach, die. Kein anderer ist je so weit gekommen. Ja. Ich bin gut. Wisst ihr, was das ist? Ein Schloss. Ja. Ein Klangschloss. Ja, ich habe das Buch gelesen von dir. Einfach und sehr, sehr tödlich. Tödlich? Seht ihr die Resonatoren dort oben? Schlagt sie in der richtigen Reihenfolge, dann sollten die Türen aufgehen. Reihenfolge, ja. Wenn ihr einen Fehler macht, nun, ihr habt ja gesehen, was bei mir passiert ist. Ja, was denn? Deine Leiche liegt ganz am Anfang. Du bist doch gar nicht hier hingekommen, oder was? Ihr meint, habt ihr irgendwelche, ihr meint das Erdbeben? Was für ein Erdbeben? Ja, ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Aber wie kann man sich auf ein verdammtes Erdbeben vorbereiten? Ach so. Und das war nur eine der Fallen. Seht euch um. Wer weiß, was dieses Ding noch alles bereithält. Naja, Falmer und was der Teufel. Habt ihr irgendwelche Ratschläge? Also, ihr könntet dort weitermachen, wo ich einst aufhörte. Ja. Meine Notizen sollten noch in meinem Tagebuch stehen, falls ihr sie lesen könnt. Ja, kann ich lesen. Ich bin doch kein Fischkopf. Vielleicht findet sich bei einem unserer Vorgänger ein Hinweis. Vorgänger? Ach, vielleicht das Skelett da oben. Vielleicht hat der einen Brief oder hier das Skelett. Ne, der hat nix. Verdammt, ey. Ja, es könnte sein, dass irgendein Vorgänger schon so ein paar Notizen aufgeschrieben hat. Hier, oh, der wurde irgendwie erdolcht. Ist ja auch nicht so schön. Hat er eine Notiz oder so? Von, ey, folgst du mir etwa? Bist du eine Stalkerin? Ja, was mache ich denn gerade? Halt den Mund, Fisch. Hier liegen mal viele Pfeile rum. Ja, guck mal, warum, ey, was ist denn hier los? Pfeilregen? Muss ja aufpassen hier. Abenteurer, Papierfetzen, das hört sich ja schon mal gut an. Pfeile. Die meisten dieser Schlösser haben irgendein Muster. Ja, natürlich haben die Muster. Was haben wir? Papierfetzen. Ah, 3 ist oben in der Ecke. Und da ist 2. Ja, wir wissen, dass das nicht hilft. Da ist 1, da ist 2 und da ist 3. Frage ist, wo ist 4 und wo ist 5? Da ist 4 und 5 da oder andersrum? Das können wir schon mal sagen. Wir wissen, wo 1, 2 und 3 ist. Haben wir vielleicht noch mehr Fetzen? Hier irgendwie. Vielleicht auch da im Wasser irgendwo eine Leiche. Gucken wir uns mal um. Ich möchte mich ungern wie der hier enden. Ja, verdammt. Verdammt. Na, guck mal, hier ist so eine kleine Höhle. Können wir mal durch. Vielleicht finden wir ja hier was. Aber wahrscheinlich nur Falmer. Weil da so ein Falmer-Symbol war. Aber wer weiß. Kann sich ja vielleicht lohnen. Auf jeden Fall so ein ominöser Nebel hier. So bläulich. Alter, pflück doch den Pilz da von der Wand. So. Wo sind wir denn hier schon wieder? Schon wieder ganz abgekommen vom Hauptweg. Verdammt. Ach, ist die Haupthalle hier. Ey! Der Geist hat sie doch nicht mal. Die schubst mich da fast runter. Alter Schwede. Die will mich wirklich fertig machen. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Verpiss dich. Boah. Verschwinde hier. Okay, wie kommen wir denn da oben zur Leiche? Oder vielleicht ist hier unten ja der Wasserfall was? Nein. Hier vielleicht was? Nein. Ist nix. Aber da oben auf der Lach ein Skelett. Vielleicht hat der eine Notiz. Könnte auch sein, da. Ne, nicht da. Doch da. Wir kommen da hin, von da oben vielleicht runterspringen.
Dann machen wir das mal. Vielleicht lohnt sich das ja. Also ich meine, wenn die schon ein Skelett da oben platzieren, so, und dann könnte das vielleicht auch etwas besitzen. Warum soll das sonst an so einem komischen Ort versteckt sein? Haben wir ja zum Glück durch Zufall gesehen, weil auf einmal der Schild runtergepurzelt ist. Ah, da. Verdammt. Hat auch das schaffen wir und der hat einen Goldbeutel. Toll. Notiz hat er nicht nur Gold. Verdammt. Hier verschwinde. Ein Eisenschwert brauchen wir nicht. Verdammt. Er hat Schussklapper gestellt. Ja gut, wir wissen, wo 1, 2 und 3 ist. Und zwar 1, 2, 3, 4 ist dann mal da, sag ich. Ne, 4 ist wahrscheinlich da. 1, ne, warte. 1, ne, 1. Ach, ich guck nach. Hab ich schon wieder vergessen. Okay. 1, 2, 3, 4, ich sag mal 5 ist die Mitte. Oder? Ne, das wäre zu leicht. 5 ist da oben, hier ist 4. Glaube ich, wir speichern mal und jetzt müssen wir die gut abballern mit dem Bogen. Das wird auch klären, warum hier so viele Pfeile rumliegen. Ach verdammt, wir nehmen nicht die teuren Nordpfeile. Wir haben hier noch solche Eisenpfeile aufgesammelt. Da 17 Stück. Müssen wir nur treffen. Jawohl, 1. Ah, leuchtet grün, ist schon mal gut. 2. Verdammt. Warum ist 3? Ja, ich wage es, verdammt. Macht weiter. Okay, wir speichern. 4, wo ist 4? Hier, glaube ich. Perfekt. Nein, war falsch. Ach, ein paar Spinnen. Machen wir in Angst, verdammt, ey. Da greift den Geist an. Verdammt, wir nehmen hier besser die Vulkanglas-Schwerter. Weil die haben uns entdeckt, die Viecher. Ja, guck mal, der Geist kämpft mit, finde ich aber cool. Was auch cool ist, dass der Geist Leben hat. Der Geist hat Leben. Schwachsinn. Pff, ja, wir leben noch. Scheiß Falle hier, ey. Erstmal heilen. Oh, Wiederherstellungsmagie 29, perfekt. Okay, wir wissen, wo die ganzen Schalter sind. 4 ist dann da oben und 5 ist in der Mitte doch. 1. 2. 3. 4. Verdammt. Ja, jetzt trefft das mal hier ordentlich. Von hier ist, glaube ich, besser. Verdammt. Jawohl. Und 5. So knapp. Ich habe es. Perfekt. Hier ist so ein Wächter drin. Schade, dass der nicht rauskommt. Hätten wir verkloppen können. Fisch, ey. Wir haben es geschafft. Beim zweiten Mal direkt. Hey, komm raus, ich will dich verkloppen. Ah, guck mal. Was haben wir denn da? Ethereum Splitter, ist ja mal geil. Boah, abgeschlossen. Er wollte den Schatz von... Also, ja. Ist es wahr? Ja, sieht so aus. Was? Was ist das? Ein Ethereum, ja, Ethereum Splitter, du Fisch. Warum frage ich denn noch? Lasst mal sehen. Seht euch den Rand an. Hier ist ein Schnitt. Ein präziser Schnitt. Ja. Hättet ihr noch ein Stück in ähnlicher Größe, würde es einschnappen. Perfekt. Also brauchen wir... Ich habe einmal eine Zeichnung davon gesehen. Dieser Splitter ist Teil eines Schlüssels. Aha. Ein Schlüssel aus reinem Ethereum. Der Schlüssel zur Schmiede. Oh, perfekt. Und was nun? Was für Fragen? Jetzt suchen wir den anderen Schlüssel. Was nun? Wir müssen natürlich noch die anderen Teile finden. Ja. Klar. Es müsste noch 3 weitere geben. Oh, 3 noch, eines Alter. Für jede der 4 Städte, die verdammt an der Schmiede mitgearbeitet haben. Oh. In meinem Tagebuch hatte ich eine Karte. Damit sollten wir anfangen. Ja, hab ich die Karte. Und was dann?
Wir müssen noch immer die Schmiede finden. Ich hatte einen Hinweis, wo sie ist. Es gibt viel zu tun. Ach so. Ich mache mich auf den Weg und suche nach Hinweisen. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt. Okay, die ersten vier Punkte waren dann... Nach so langer Zeit habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich... Ich meine, dass wir es schaffen können. Und das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank. Also, die ersten vier Punkte waren dann wohl die Orte, wo es die Splitter zu finden gibt, schätze ich mal. Und der letzte Ort, da stand ja auch unbekannt, dass die keinen Namen dafür gefunden hat und so. Das ist wohl dann der Ort, wo die Schmiede ist. Das oder der Eingang zur Schmiede. Das wird ein Rubin, cool. Das wird Sinn machen. Amulett von Julianos. Steigert die Manika. Brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, aber verkaufen wir. Arkai, Gold und Bumm. Und hier sind wir dann fertig, ne? Perfekt. Ja. Wir haben einen Ethereum-Splitter gefunden. Ja, guck mal. Vier Stück soll es davon geben. Ich würde jetzt eigentlich sagen zwei. Hier die eine Hälfte und hier die andere. Ach so, hier in der Mitte vielleicht noch so zum Reinlegen. Dass es so einen inneren und äußeren Ring gibt, das könnte sein. Ja, wenn die sagt, gibt vier, dann gibt es wohl vier. Dann gehen wir jetzt hier raus. Dann müssen wir laufen. Ah ja, hier. Wir nehmen die Abkürzung. Hier war doch dieser eine Wasserfall, wo die uns was runtergeschubst hat. Da waren wir doch schon draußen fast. Perfekt, ey. Die Quest gefällt mir. Also bis jetzt so richtig Schatzsuchermäßig. Alter. Ja, das war ein scheiß Wecker. Warum klingelt der auf einmal? Der hat nicht mal... Alter. Das überleben wir, glaube ich, nicht, wenn wir da auf Stein springen. Verdammt, dann machen wir eben hier... Geronimo! Jawohl, wir haben es geschafft. Wir leben noch. So, raus hier und dann... Toll, jetzt sehe ich die Uhr nicht mehr. Verdammt, ey. Jetzt weiß ich nicht, wie spät es ist. Ach ey, ja, das ist meine Uhr. Ich muss das ein bisschen erklären vielleicht an dieser Stelle. Meine Uhr ist kaputt. So ein Wackelkontakt. Und jetzt hast du es ja gerade kurz piepen gehört. Und das heißt, meine Uhr hat sich jetzt auf 0000, also auf Mitternacht zurückgesetzt. Und ja. Jetzt weiß ich nicht, wie lange diese Aufnahme noch gehen soll. Weil ich glaube, es sind nur noch ein paar Minuten. Dann muss ich jetzt alle paar Minuten speichern und im Menü nachgucken. Hier machen wir F5 und schauen wir nach. Habe ich hier keine Uhr irgendwo? 5 Uhr? Nein, das ist nicht. Hier, was steht da? 1.08 Uhr, also ich muss bis 1.15 Uhr spielen, also ist jetzt gleich vorbei. Perfekt. Brauchen wir keine Uhr. Scheiß Uhr, ich brauche eine neue. So, auf nach Himmelsrand. Und in diesen 8 Minuten, die wir jetzt noch ungefähr haben, 7. Boetia, die sieht ja mal böse aus, die Dedra. So, dann gehen wir jetzt hier zu den anderen Schreien. Hier irgendwo soll er doch sein, ne? Irgendwie nördlich von Batrutzbrum. Hier haben wir noch gegen den Drachen gekämpft. Und das ist, müsste es hier irgendwo sein. Gibt es da kein Questmarker auf der Map? Verloren in der Vergangenheit ist das. Machen wir mal alles andere aus. Und, ja. Kein Questmarker, verdammt. Ja, müssen wir das so auf... blind suchen, aber irgendwo da wird das wohl sein. War ja zu sehen auf der Map. Auf der Karte von der, die gezeichnet hat. Norden, Westen, also da ist das und gucken wir uns mal da dieses Symbol an auf der Karte. Ja, was? Och nee, leck mich am Arsch. Ich hab doch nichts gemacht. Verdammt, ey. Soll ich wieder den Drachen holen? Soll er dich verkloppen? Ach, guck mal, da sieht auch aus wie so ein Turm. Das könnte richtig sein. So ein Zwergenturm. Boah, war hier ein Drache. Ah, verdammt, war hier ein Drache. Ich habe so einen Flügel schlagen gehört und ich so scherzhaft, war hier ein Drache? Tatsache. War hier ein Drache? Tatsache. Ein Reim. Den verkloppen wir doch. Wenn der auf... Wir machen das schon. Also. Komm her. Hier bin ich. Komm runter, du Sau. Angsthase, ne? Der weiß, was wir mit seinen Kollegen letztens gemacht haben. Der kommt hier nicht runtergeflogen, glaube ich. Komm her. Weil er dich kaputt, du fettet Vieh, du. Aber nur, wenn du ein Eisdrache bist. Ach, der haut ab. Ja, dann eben nicht. Passt mir sowieso nicht in den Kram, hier jetzt gegen Drachen zu kämpfen.
Jetzt gehen wir da zu diesem Symbol und das scheint wohl der Turm zu sein. Ja, liegt auf jeden Fall in der richtigen Richtung, die in diesem Tagebuch dargelegt wurde von dieser Katria oder wie die da heißt. Ja, das sieht doch goldrichtig aus. Das ist kein Turm. Was ist das denn? Geht hier irgendwas kaputt? Ach, da kloppen sich welche. So ein Magier-Duell. Verdammt, ey. Und die feuern bis hier hinten hin. Ja, sollen sie mal machen. Da lege ich mich nicht mit an. Ich gehe jetzt hier zu diesem Damm. Das ist doch kein Turm, das ist mehr so ein Damm. Verdammt, ey. Das dürfte eigentlich richtig sein. Hat das auch einen Namen hier? Tiefenwolkkreuzung entdeckt. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Das war es schon? Nur so eine Brücke? Verdammt, ist das ja doch falsch. Oder gibt es hier irgendwo so einen Eingang, so einen versteckten? Ja. Ah ja, guck mal, da geht es noch weiter. Aber hier ist auch schon wieder Ende. Dwemer Konfektor. Ah, schau ja. Ja, guck mal. Das war ja leicht. Ich dachte, wir müssen irgendwo reinrennen. Diesmal habt ihr mich geschlagen. Ja. Nicht nur diesmal. Das ist der zweite. Die Hälfte ist geschafft. Ich halte weiter Ausschau. Bis gleich. Jetzt bin ich aber enttäuscht, dass er zu schnell ging und... ja, verschwinde. Was ist denn hier ein Weber Konvektor? Was soll ich mir denn darunter vorstellen? Leer. Check ich nicht. Konvektor. Pff, keine Ahnung. Kein blassen Dunst, was die von mir wollen. Okay, wir haben zwei. Und der letzte, die letzten beiden irgendwo hier, ne? Also, ist die Karte denn nicht so komisch? Verdammt. Irgendwie, weiß ich nicht. Warum komme ich hier nicht? Ach so, weil wir unten noch nicht nichts entdeckt haben, kann ich auch nicht hinzoomen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier so, wobei, ne, irgendwo hier und irgendwo hier war, glaube ich, so ein Grab. Also so ein Zwergendings, gucken wir mal eben nach. Ah ja, hier, wir haben oben, unten. Perfekt. Wo ist dein Buch? Papierfetzen kann weg. So, genau, da oben. Der dritte Punkt, was ist das? Verdammt. Also ich nehme einfach an, dass das daneben der 4, also zwischen 3 und 4 ist, glaube ich, der Sumpf. Ach so, guck mal, da geht ein Fluss her. Also da, wo der Fluss die Quelle hat, da oben, oder wo so ein See ist, dann da zwischen diesen oberen und den unteren Punkt von dem Fluss, da müsste man auch auf der Karte sehen können. Oder ist das ein Weg? Ich weiß es nicht, verdammt. Ah, hier. Das ist der Fluss. Der fließt hier so her. Das muss dann hier sein. Okay, dann gehen wir hier von... da von der... nee, da an der Hütte war der Bär. Ich glaube, der ist noch immer da. Markieren wir den Ort? Ach, brauche ich nicht markieren. Wenn ich da bin, dann sehe ich das. Dann gehen wir hier vom Nacht... ja, vom Nachttor aus gehen wir da runter. Und dann wird er wohl schon richtig sein, denke ich. Aber jetzt mal gucken, wie spät. Die Uhr ist ja wieder im Arsch. Ob wir das... ah, da, guck mal. Richtung Süden, da sehe ich schon auf der Karte so ein Zwergensymbol. Das wird das wohl sein. Und wie spät ist das jetzt? Ich habe ja jetzt schnell gespeichert und das ist... 14, ja, dann ist jetzt Ende. Obwohl, ja, komm. Ist jetzt Ende. Laufen wir nicht mehr hin. Hinterher begegnen wir noch irgendeinen Drachen oder so. Dann begeben wir uns mal hier in das Nachttor. Das war ja hier, wo wir den netten Ork gefunden haben. Der nette Ork. Da ist er ja schon wieder. Der nette Ork. Der komischerweise so nett ist. Der macht sich ja richtig, ja, hier, wie heißt das? Verdächtig, so. Ja, ja. So, hier, komm, wir setzen uns neben den Raufbold hier. Hallöchen, willst du einen mittrinken? Hallöchen, Fulltime, ja. Trinken wir ein bisschen hier in der Schenke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, was dann übermorgen ist. Bis übermorgen dann. Tschüssi. Halt die Schnauze, tschüss jetzt hier.